So, Namens Leute, endlich mal mit einem neuen Bildschirmhintergrund, den ich gerade geändert habe. Ja, heute machen wir mal einen GIMP-Tutorial. Das ist so eine Alternative, habe ich auch gesagt, für Photoshop. Wer Photoshop nicht hat, ich zum Beispiel, kriege ich aber wahrscheinlich bald. Ja, man öffnet seinen GIMP und erstellt erstmal eine neue Dateiart, die Pixelgröße. Also wenn man es genau auf sein, also das ist ein Tutorial, wie man ein Hintergrundbild erstellen kann von seinem YouTube-Kanal, da muss man, glaube ich, bei mir jedenfalls die Breite 1300 und Höhe 1900 Pixel nehmen. Ja. So, dann hat man hier diese Fläche. So, das kann man dann erstmal mit einer beliebigen Farbe ausmalen. Ich mache es jetzt mal so. Mache ich mal einen Punkt größer. Dann geht das auch schneller. Male ich jetzt mal mit der Farbe Rot aus. Muss man nicht machen, kann es auch weiß lassen. So, dann ist es jetzt ganz gefüllt. So, wenn wir jetzt eine schöne... Naja, eigentlich brauchten wir das nicht machen. Naja, egal. So, wenn wir jetzt... Dann müssen wir wieder eine neue Ebene machen. Wieder gleich. Und dann machen wir mal... Gehen wir auf das Farbverlaufsymbol und gehen hier einfach mal so quer rüber. Und dann ist es so ein schöner Rot- in Schwarzverlauf. Und ja... Wieder eine neue Ebene. Ich guck mal, wie das geht. Umschalten. Steuerung. N. Okay. Kann ich auch machen. Umschalten finde ich aber gerade nicht. Naja, egal. So, dann können wir noch zum Beispiel was Schickes an die Seite schreiben. Zum Beispiel. Ach. Habe ich ja vergessen. Genau, neue Ebene. Schreiben wir das mal so. Ihr könnt natürlich einen beliebigen Text nehmen. So. Bin ich schon fertig. So, jetzt sieht man das Ganze nicht, weil es auch in Rot ist. Machen wir es erstmal in Grün. Und dann drehen wir mal die Größe hoch. Nicht ganz so hoch. So, verkleinern das nochmal ein bisschen. Und können das auch schon hier an die Seite machen. So, wir haben dieses kleine T. Ist mir ja gerade passiert, kann man doch endlich machen. Naja, egal. Machen wir jetzt eine neue Ebene wieder. Und jetzt können wir zum Beispiel noch einen... Wieder gehen wir hin mit Punkt. Würde ich mal eine andere Farbe nehmen, zum Beispiel Blau. Ein Punkt. Machen wir auch nochmal einen... Punkt. So, jetzt sieht es aber ein bisschen verbilligt aus. Dafür, dass es so einen coolen Effekt hat, nehmen wir einfach hier das vom Schmiersymbol, kleine Hand, und verschmieren das kurzerhand ein bisschen. Das ist auch so wie so eine Sonne zum Beispiel die Form hat. Und das machen wir gleich hier auch nochmal. So, dann können wir noch hier mit dem Abwählen-Symbol
bisschen dran rumklicken, dann wird es hier ein bisschen heller, sieht man hier. Das ist ein cooler Effekt. Ja. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Ja, dann kann man zum Beispiel, das ist sehr gut, muss man aber vorsichtig sein, würde ich es auflassen, weil sonst kann man es nicht mehr ändern. Zum Beispiel jetzt nochmal hier mit dem Textsymbol hier oben noch was hinschreiben. Natürlich etwas kleiner machen, müssen wir auf 20 machen ungefähr, glaube ich. Größe 20. So, und dann schreibt man hier irgendwas. Das muss man dann abstimmen, weil dann hat man dieses diese Art, dieses zwischen den Favoriten zum Beispiel hat man das dann stehen, muss man das jetzt zum Beispiel erstmal speichern und dann hat man, kann man das später wieder ein bisschen verschieben, ein bisschen nach da, ein bisschen nach oben oder so. Aber wenn man das jetzt schließen würde, würde man, müsste man dieses Projekt nochmal ganz neu machen. So, dann schreibe ich nochmal hier einen kleinen Smiley, mache ich mal hier. Dann drehen wir einen etwas höher, so ein bisschen an die Seite, damit man ihn später auch sehen kann. So, dann um mal zu zeigen, wie das so aussieht, speichere ich das mal ganz kurz als JPG-Datei unter lokalen Datenträger speichern, exportieren. Auf die Qualität kommt es auch an. Zum Beispiel bei YouTube darf man ja ein Hintergrundbild oder ein Bildgröße von höchstens, so jetzt habe ich es geschlossen, höchstens 256 kb. Dann würde ich jetzt wie nicht wie ich machen, sondern das aus hinweg machen, sondern halt anders. So, löschen wir mal kurz den Hintergrund, suchen den, der hier auch schön gespeichert ist, und die Qualität kommt dann auch an. So, dann sieht man jetzt hier schön, wie das so ungefähr aussieht. Man kann es natürlich verbessern. Oh, ich habe mich mit der Pixelgröße verschätzt, zum Beispiel bei mir. Das habe ich nämlich gemacht mit der Pixelgröße, als mein Channel noch etwas kleiner war und an der Seite ist hier auch ein kleiner schwarzer Balken. So, mit der Pixelgröße habe ich mich verschätzt. Muss man eventuell 1400 bis höchstens 2500, aber so groß glaube ich nicht. Dann sieht man mal hier zum Beispiel, die Kreise sind etwas groß. Das mit dem T ist mir passiert, das sieht man doch, hätte ich nicht gedacht. The Arounder Tim steht hier zum Beispiel an der Seite. Und genau hier meinte ich das, dann könnte man dieses hier zum Beispiel nach da schieben. So sollte es denn sein. Hier an der Seite könnte man noch mal ein paar Sachen machen. Das müsste man weiter nach da schieben. Also das kann man dann später machen. Änderung nicht speichern. So, dann habe ich dieses Design. Wie ich dieses Design gemacht habe, sage ich euch ganz einfach. Ich habe es einfach von der Seite Y, also YouTube GTLayouts.net. Link mache ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwo. Und ja, das war's auch mal mit meinem Tutorial. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao, Leute.